Assalamu alaikum, ich begrüße euch zum Gemeinschaftsabend im Friedensgruß des Islam. Das Monatsmotto ist ja Orientierung. Wir freuen uns, dass Ustad Mariam heute dazu inshallah einen Vortrag halten wird. Wir beginnen wie immer zunächst mit einigen Versen aus dem Koran. Ich werde zunächst die deutsche Übersetzung vortragen und dann wird Ustad Hamoudi auf Arabisch inshallah rezitieren. Nein, ich schwöre beim Tage der Auferstehung. Nein, ich schwöre bei der Seele, die sich selbst tadelt. Meint der Mensch etwa, dass wir seine Knochen nicht zusammenfügen werden? Ja doch, wir haben die Macht dazu, seine Fingerspitzen zurechtzuformen. Aber nein, der Mensch will fortdauernd vor sich hin lasterhaft sein. Er fragt, wann wird bloß der Tag der Auferstehung sein, wenn dann der Blick verirrt ist und der Mond sich verfinstert und Sonne und Mond zusammengebracht werden, wird der Mensch an jenem Tage sagen, wohin soll die Flucht sein? Keineswegs, es gibt keine Zuflucht. Zu deinem Herrn wird an jenem Tag der Weg zum Aufenthaltsort führen. Dem Menschen wird an jenem Tag kundgetan, was er vorausgeschickt und zurückgestellt hat. Aber nein, der Mensch wird bezüglich seiner selbst durchblicken. Auch wenn er seine Entschuldigung vorbrächte, bewege deine Zunge nicht damit, um ihn übereilt weiterzugeben. Uns obliegt es, ihn zusammenzustellen und ihm vorlesen zu lassen. Koran, ja? Und erst, wenn wir ihn vorgelesen haben, dann folge du der Art seines Vortrages. Hierauf obliegt es uns, ihn klar darzulegen. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل بها إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين. بارك الله فيك. Ich habe leider im Vorfeld noch eine Kleinigkeit vergessen. Für die Organisation dieses Abends ist es wichtig, dass wir alle
Masken tragen, außer diejenigen, die hier vorne vielleicht sitzen und Abstand haben. Also Masken tragen bitte alle. Und auch diejenigen, die sich nicht angemeldet haben, bitte bitten wir, dass sie das nachholen möchten. Vorne im Eingang sitzt ein Bruder, der kann das ganz schnell erledigen, damit wir diese Veranstaltung schön weiter fortführen können. Das Thema dieses Monats ist ja Orientierung. Orientierung in vielfältiger Hinsicht. Ustad Mahmoud hat letzten Freitag schon einen Vortrag dazu gehalten, wie sich Wissen angeeignet werden kann, was der Orientierung dient. Und heute freuen wir uns, dass Ustad Mariam uns inshallah einen Vortrag vorträgt zur Jenseitsorientierung oder jenseitsorientiert zu leben. Also dass wir eben nicht nur denken, dass wir logischerweise als Muslime, tun wir das nicht, nur im Diesseits uns aufhalten und nur das Diesseits zählt, sondern dass das Jenseits den entscheidenden Punkt ausmacht. Dann bitte ich Ustad Mariam nach vorne zu kommen, bitte. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alle zusammen schön alhamdulillah dass wir uns wieder treffen schön alhamdulillah dass Allah uns wieder ermöglicht den Gemeinschaftsabend nach einer langen Pause zu erleben und inshallah nimmt das eine Kontinuität und inshallah wir werden inshallah möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Möglichkeiten niemals wieder wegnehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns seine Gaben erkennen lassen, dadurch, dass sie bestehend bleiben und nicht dadurch, dass sie weggeräumt oder uns entnommen werden. Wir haben jetzt einmal in diesem eineinhalb Jahre oder zwei letzten Jahre einiges erlebt, was wir eben vermisst hatten unter den Gemeinschaftsabend, den schönen Gemeinschaftsabend und vieles andere. Und jetzt langsam kommt das Leben zurück zum Alten. Inshallah haben wir von dieser Erfahrung einiges gelernt. Mindestens wichtig ist es, dass wir lernen, dankbar zu sein, Dankbarkeit für das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns an Gaben schenkt und die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala zu erkennen und zu anerkennen und zu sehen, nicht vorbei daneben zu gehen und unachtsam zu leben und unachtsam zu sein. Und in diesem Sinne ist Orientierung oder jenseits orientiert leben. Also es gibt Möglichkeit zu leben, dass man das Jenseits ignoriert, leugnet. Also für einen Gläubigen eigentlich passt nicht zusammen, dass man das leugnet. Aber für einen Gläubigen ist es möglich, dass man das Jenseits ignoriert oder in einer Art von Unachtsamkeit lebt, in einer Art von so einer Art von in Dunya, in Diesseits versunken zu sein, Diesseits orientiert zu sein, dass man eben vergisst, dass Diesseits eigentlich eine kurze Phase ist und eine kurze Station für ein ewiges Leben, das sehr entscheidend in dieser Dunya, Diesseits ist entscheidend für die Zukunft. Und es ist unklug, das Vergängliche seine ganze Interesse und sein ganzes Fokus in dem Vergänglichen legt und vergisst oder unachtsam ist oder ignoriert das, was ewig ist, was bleibend ist, was dauerhaft ist, nämlich was uns erwartet im Jenseits. Und im Koran, jetzt gerade haben wir in die Sura Al-Qiyamah einiges gehört, was Ermahnungen und an Erinnerungen an dem Jenseits und an dem Tod und an dem Tod zu denken. Und das finden wir, diese
Messages oder diese aufmerksam machen auf das Jenseits sehr oft im Koran. In die Sura Al-Fatiha, die wir rezitieren bei jeder Raka, lesen wir Malik Yawmiddin. Allah subhanahu wa ta'ala erinnert uns, dass es ein Yawmiddin gibt, ein Yawm al-Qiyama gibt. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala an dem Tag ist der Herrscher. Und macht uns aufmerksam, dass schon bei der Sura, die eben jeder Raka wiederholt wird, dass man eben an Yawmiddin denkt. Und dass man an Akhira denkt. Heute haben wir die Sura Al-Kahf gelesen. Und die letzte Ayah von der Sura Al-Kahf, in der letzten Ayah von der Sura Al-Kahf heißt es, ich lese nur das auf Deutsch, damit wir die Zeit gewinnen. Nämlich Allah subhanahu wa ta'ala sagt am Ende der Sura. Und die Sura ist sehr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat uns empfohlen und geraten, den Beginn dieser Sura und das Ende dieser Sura, die 10 ersten Verse dieser Sura und die 10 letzten Verse dieser Sura auswendig zu lernen. Warum? Weil die sollen die Rettung sein, wenn der Gläubige denn die Fitna, die Versuchung von Dajjal erlebt. Derjenige, der diese 10 Verse Anfang der Sura und die 10 Verse Ende der Sura auswendig hat und begegnet der Dajjal, natürlich Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ratet uns auch, wenn der Dajjal, der falsche Messias, erlebt wird, die Gläubigen, die diese Fitna, diese Versuchung erleben, ratet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sich zu hüten, diesen falschen Messias zu treffen, also das anzustreben, ihn zu treffen. Und er gilt als einer der großen Zeichen der Ende der Welt, der Ende dieser Diesseits. Und eine Art von Ankündigung für das Jenseits. In dieser Sura sagt Allah subhanahu wa ta'ala im letzten Vers, macht uns aufmerksam auf sein Treffen, auf das Jenseits und auf das, was einem Gutes bringt, was einem nützlich ist. In diesseits, was einem nützlich ist im Jenseits, nämlich, sag, gewiss, ich bin ja nur ein menschliches Wesen, gleich wie euch. Mir wird als Offenbarung eingegeben, dass euer Gott, dass euer Herr, ein einziger Gott ist. Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, und das ist da liegt es, die Begegnung mit Allah subhanahu wa ta'ala, wann ist es? Ist damit gemeint natürlich im Jenseits. Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinem Herrn ihm niemanden beigesellen. Das Erste, was soll er machen? Gutes tun, rechtschaffen handeln. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht uns aufmerksam, das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Realität. Es ist etwas, was kommen wird. Natürlich, das erfahren wir, dieses Wissen und diese Sicherheit bekommen wir durch Offenbarung. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht uns klar, es ist eine Realität. Wer darauf hofft, was soll er tun? Soll er Gutes tun? Soll er rechtschaffen handeln? Und damit verbindet Allah subhanahu wa ta'ala diesseits mit dem Jenseits. Dein Werken, unsere Werken in diesseits sind entscheidend für unsere Zukunft im Jenseits. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht da uns aufmerksam, dass wir eben orientiert, dass wir jenseits orientiert leben sollen. Dass wir in unserem Fokus, dass die Dunya ist nur eine kurze Station und verdient nicht, dass unser Leben in Dunya fokussiert, dass wir uns in Dunya versinken und nur in Dunya unsere ganzen Anstrebungen und ganzen Hoffnungen in Dunya verbringen. Und dabei aber haben wir, wer das tut, hat Verlust im Jenseits. Allah subhanahu wa ta'ala warnt uns davor und macht uns aufmerksam,
für das Jenseits, auf das Jenseits zu achten und uns zu kümmern, um unsere Zukunft im Jenseits, indem wir hier in Dunja Dinge machen, die uns nützlich im Jenseits sind und uns nicht schaden im Jenseits. Und unsere Zukunft im Jenseits mit entscheidet und unsere Zukunft im Jenseits Dinge tun, die in unserer Zukunft im Jenseits mit Freude verbunden sind, mit Zufriedenheit verbunden sind, mit Heil und Segen verbunden sind, nämlich inshallah mit Paradies gekrönt werden. Rasulullah s.a.w. gibt uns auch immer, es sind, wie gesagt, im Koran, es gibt sehr viele Verse und sehr viele Stellen, bei denen Allah subhanahu wa ta'ala uns aufmerksam macht auf die Wichtigkeit unserer Aufmerksamkeit des Jenseits und unserer Zukunft im Jenseits zu schenken und uns damit zu beschäftigen und dafür uns für das Jenseits, für das verbleibende Leben zu arbeiten und Proviant dafür, für die Reise vor Proviant zu vorbereiten. Man macht eine Reise und man geht die Reise nicht mit leeren Händen. Wenn man eine wichtige Reise unternimmt und eine Reise, die uns verspricht Ewigkeit, ein ewiges Leben, dann ist es klug, wenn man auch dementsprechend gutes Proviant dafür vorbereitet. Wenn man eine Reise macht von einem Land zu einem anderen für ein paar Tage, vorbereitet man auch seinen Koffer und nimmt man mit sich einiges, womit man durchkommt durch die Tage, die man und diese Zeit, die man eben plant, in einem anderen Ort zu verbringen. Und die Dunya ist eine kurze Phase, die uns danach vorbereitet auf eine Reise, die eigentlich eine Reise, die dann uns zum Ziel eigentlich bringt. Das ist zum Endstation. Es sind andere Reisen, Stationen von der Reise schon begonnen. Schon die Reise beginnt von Jenseits in die Welt von den Seelen. Und dann überquert ein paar Stationen, ein paar Grenzen. Und überschreitet ein paar Grenzen, geht durch ein paar Grenzen, durch das Embryo im Bauch der Mutter und dann durch die Geburt und das Leben hier. Und dann setzt man seine Reise fort und geht durch einen Tunnel, das nennt sich Tod und Sterben. Und das ist das was Rasulullah s.a.w. uns als Schlüssel und als Rat gibt, den Tod zu gedenken, den Tod oft zu gedenken, dass man von der Unachtsamkeit sich aufweckt und dass man, ernsthaft mit Verantwortung sich vorbereitet für die nächste Station, die eigentlich die Endstation ist. Also es ist der Tod. Dann ist das Leben im Grab, nennt sich das Leben im Barzach. Und dann ist der jüngste Tag und da gibt es nichts mehr. Dann gibt es entweder, es gibt ein ewiges Leben, entweder ein Leben im Paradies durch die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala, durch das, was Allah uns ratet, was wir jetzt gerade gelesen haben, durch Gutes tun in dieser Station, in dieser Dunya, durch Anstreben der Zufriedenheit Allahs subhanahu wa ta'ala durch sich bemühen, sich in Geduld üben, die Gebote Allahs subhanahu wa ta'ala einzuhalten, sich wiederum in Geduld üben, die Verbote zu unterlassen. Beides brauchen Geduld und beides brauchen auch Achtsamkeit und beide brauchen Selbsterziehung, beide brauchen
Dua und auf Allah subhanahu wa ta'ala sich verlassen. Und wenn man das rezitiert, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, immer wieder von Allah subhanahu wa ta'ala Hilfe zu nehmen. Und immer wieder, wenn man sich erwischt oder sich befindet, sich selbst merkt, dass man in einer Situation, die eigentlich nicht anstrebenswert ist, entweder hat man ein Gebot überschritten oder ein Verbot tatsächlich getan, was man nicht tun soll, dann ist die Lösung und ist die Rettung, indem man zu Allah subhanahu wa ta'ala flüchtet. Und das, was Allah uns auch sagt, verfirru Allah und flüchtet zu Allah subhanahu wa ta'ala. Macht immer wieder eine Wiedergutmachung. Die Zuflucht ist nicht von Allah subhanahu wa ta'ala weg, sondern immer zu Allah subhanahu wa ta'ala hin. Es ist menschlich, dass wir Fehler machen. Es ist menschlich, dass wir schwach sind und dass wir Sünden machen. Dass wir mag sein, dass wir ein Gebot verletzen oder ein Verbot überschreiten. Aber es ist nicht klug, von Allah subhanahu wa ta'ala zu flüchten und keine Reue zu machen und nicht eben und die Hoffnung zu verlieren und zu denken, ich bin nichts, ich bin verdorben, ich schaffe es nicht, es hat keinen Sinn, dann versinke ich weiter in Dunya. Rasulullah sagt uns und macht uns aufmerksam auf die Wichtigkeit, an den Tod zu denken. Und was sagt er, wie empfiehlt er uns das? Gedenkt oft den Zerstörer der Gelüste. Gedenkt oft den Zerstörer der Gelüste. Was ist das? Das ist der Tod, das Sterben. Das ist ein Schlüssel. Es ist ganz, ganz interessant, wie Rasulullah das beschreibt, der Zerstörer der Gelüste. Der Mensch ist schwach und fühlt sich gezogen zu Bequemlichkeit, zu Dingen, die vielleicht rosig sind, die Täuschungen sind, keine Wirklichkeiten, die der Shaitan uns lockt damit, sind in Wirklichkeit Werke von Shaitan oder Dinge, die den Shaitan zufrieden machen und Allah subhanahu wa ta'ala unzufrieden machen. Und Rasulullah s.a.w. sagt uns, gedenkt, den Tod zu gedenken, zerstört diese Tendenzen. Erinnert, lasst das Herz wach, das Herz feinfühlig, das Herz sensibel, dass man eine Art von Ehrfurcht, von Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, Angst vor dem Moment, dass dieses Ereignis, der Tod uns trifft, uns erwischt und wir sind in einem Moment von Unachtsamkeit. Rasulullah empfiehlt uns, den Tod oft zu gedenken. Gedenkt ihn, Akfiru sagt. Gedenkt oft der Zerstörer der Gelüste. Den Tod oft zu gedenken, hilft den Gläubigen, sich zu hüten in unzufriedene Wege, die Allah subhanahu wa ta'ala unzufrieden zu machen, einzuschlagen. Und sich zu hüten vor Sünden, sich zu motivieren, Gutes zu tun, sich zu motivieren, Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden zu machen, die Gebote einzuhalten. Schenkt dem Herz, lasst das Herz leben, schenkt das oft den Tod zu gedenken, schenkt dem Herz Leben. Und das Gegenteil, den Tod zu ignorieren, den Tod wegzuräumen, den Tod nicht zu gedenken, lasst das Herz verhärten. Verhärtet das Herz und lasst das Herz dann in die andere Richtung gehen, nämlich die Liebe zu Dunya, die Liebe zu Diesseits. Wenn man den Tod gedenkt, dann weiß man, man hat ein Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und Rasulullah empfiehlt uns in einem Hadith, Scham vor Allah subhanahu wa ta'ala zu haben. Scham vor dem Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala zu haben.
Er sagt in einem Hadith, wendet sich dem Sahaba und eigentlich wendet sich auch uns allen und fragt, will jeder von euch, liebt jeder von euch oder will jeder von euch das Paradies betreten? Wer will das nicht? Gibt es jemanden, der das nicht will? Und der sagt, nein, ich will das Paradies nicht betreten. Kein vernünftiger, geistig gesunder Gläubiger sagt das andere. Sagt, man will nicht ins Paradies gehen. Und Rasulullah sagt, will jeder von euch, oder liebt es jeder von euch, liebt es, ins Paradies zu gehen, das Paradies zu betreten? Sie sagten, oh ja, o Gesandter Allahs. Doch, o Gesandter Allahs. Was gibt er für dann Tipps, dies zu erreichen, das Ziel zu erreichen? Sagt er, lasst euren Hoffnung lang zu leben, verkürzt ihr eure Hoffnung auf langes Leben. Was heißt das? Gedenkt den Tod und gedenkt, dass der Tod sehr nah bei euch ist. Dass der Tod nicht sehr weit von euch entfernt ist. Das Sterben ist nicht weit entfernt von euch ist. Und stellt euren Ende, also das Ende eures Lebens, euren Todesmoment, Todeszeit vor Augen. Stellt das fest vor eure Augen. Also hält das vor euren Augen, dem Moment euren Sterbens. Also denkt, dass der Moment ist sehr nah, ist bald da. Denkt, dass jeder Moment kann das eintreffen. Da kann der Tod eintreffen. Und habt Scham, habt Scham vor Allah subhanahu wa ta'ala mit Aufrichtigkeit. واستحيوا من الله حق الحياة. Habt wirklich Scham vor Allah subhanahu wa ta'ala. Der Tod, wenn ich jetzt an den Tod denke und der Moment ist jetzt sehr nah ist vor meinen Augen, was kommt danach? Ein Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Habt wirklich Scham vor Allah subhanahu wa ta'ala, womit ihr ihn trifft, auf welchem Zustand du ihn triffst, auf wie du ihn triffst oder wie ich ihn treffe, wie wir Allah subhanahu wa ta'ala treffen, auf welchem Zustand von Glaube, von Orientierung, von Hoffnung gehe ich zu Allah subhanahu wa ta'ala, treffe ich Allah subhanahu wa ta'ala. Wie treffe ich ihn? Ich treffe ihn und ich will sein Treffen nicht, weil ich versunken in Dunya, weil ich die Dunya liebe. Wer in Dunya versunken ist, will nicht an den Tod denken. Und wenn man an den Tod erinnert wird, dann ist das der Tod verhasst, ist der Tod unangenehmes Thema. Was willst du jetzt von uns? Du willst jetzt, sprichst über Tod, ist unangenehm. Ist nicht. Und Rasulullah ratet uns, gedenkt den Tod oft. Es soll uns nicht unangenehm vor dem Tod, über den Tod zu reden und den Tod zu gedenken. Der Tod soll für uns kein unangenehmes Thema. Eigentlich der Tod ist für Gläubige ein Tor, Allah subhanahu wa ta'ala zu treffen. Und wer sich freut auf dem Treffen Allahs, wie eine Überlieferung, wie dem Rasulullah zusammen sagt, wer sich freut auf dem Treffen Allahs, freut sich Allah subhanahu wa ta'ala sich auf sein Treffen. Und das Gegenteil ist auch so. Und Rasulullah sallam macht uns aufmerksam, indem er sich wendet, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, und sagt zu ihm, wenn du in der Früh aufstehst, am Morgen, versprich dir selbst nicht, dass du den Abend erreichst. Und wenn du den Abend erreichst, dann versprich mit dir selbst nicht,
verspreche dir nicht, dass du den Morgen erreichst. So, eigentlich bei Rasulullah sallam in einer anderen Überlieferung ist der Finne, er ratet jetzt uns und ratet Abdullah ibn Umar etwas, was für uns möglich ist. Wir schaffen es nicht, so wie Rasulullah sallam, den Tod zu gedenken in jedem Moment. In einer Überlieferung heißt es, wenn sein Augenbrauen sich aufmacht, dann hat er keine Garantie, dass sein Augenbrauen wieder geschlossen wird. Vielleicht überrascht ihn der Tod. Wenn er etwas am Wasser im Mund hat, ist er nicht sicher, dass das geschluckt wird. Vielleicht überrascht ihn der Tod. Er gedenkt den Tod ständig. Aber er gibt den Rat an Abdullah ibn Umar nicht so auf der Art einer Barmherzigkeit von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so wie wir ihn kennen. Weißt du, dieser Zustand ist schwierig für normale Menschen. Und Abdullah ibn Umar ist eigentlich ein großer Gelehrter in dieser Umma und Großrechtschaffener in dieser Umma. Und wenn er das, wenn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihm das sagt und verlangt nicht von ihm das, was er selbst hat, was ist der Level, den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam erreicht, dann ist das für uns noch selbstverständlicher, dass wir anstreben den Zustand von Abdullah ibn Umar. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macht ihn aufmerksam, wenn du am Morgen aufwachst, wenn du den Morgen erreichst und erlebst, dann denk an den Tod, sodass der Tod dich nicht den Abend erreichen lässt. Und wenn du den Abend erreicht hast, dann denk, dass der Tod näher zu dir als den nächsten Morgen. Und was ratet er uns und Abdullah ibn Umar? Und vorbereite dich für dein Sterben, für dein Tod, durch dein Leben. Nimm etwas Aufmerksamkeit, etwas an Zeit und Aufmerksamkeit und Interesse und Orientierung für den Tod durch dein Leben. Lass dein Leben nicht ganz vergehen, nur in Dunya und nur in Interesse an Dunya und nur an Anstrebungen, die mit Diesseits verbunden sind. Vorbereite dich, nimm von deiner Lebzeit, reserviere etwas, was die für dich nützlich ist für dein Sterben. Und vorbereite dich für deine Phase von Krankheit durch deine Gesundheit. Du weißt nicht, es ist keine Sicherheit, wenn du heute gesund bist, dass du morgen auch gesund bist. Und wenn du heute stark bist und gesund bist, dann versuch dem entsprechend das, was Allah uns sagt, wäre es von der Surah Al-Kahf, Gutes zu tun, mehr wie möglich. Streb an, immer mehr Gutes zu tun. Du bist heute gesund, ist aber keine Garantie, dass du immer so bleibst. Und es kann sein, dass eine Krankheit dich trifft, die dich beeinträchtigt, Gutes zu tun. Vieles, was Gutes tun, kann durch Krankheiten beeinträchtigt werden und kann dann vielleicht verhindert werden oder nicht möglich werden. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ratet uns, wenn du jetzt gesund bist, dann vorbereite dich für eine Zeit, an der du diese Gesundheit dir entnommen wird. Und es ist möglich, jeden Moment. Jeden Moment kann das passieren. Und das ist aber nicht altbedingt und nicht personenbedingt. Jeden Moment kann man eine Diagnose bekommen oder kann ein Zustand eintreten, dass man eben diese Gabe der Gesundheit vermisst, die eigentlich eine Krone, die man nur sieht, wenn die entnommen wird. Nur ernst nimmt oder nur erkennt, wenn sie entnommen wird. Es ist eine Krone, die eigentlich gesehen wird, zu spät gesehen wird. Und das zeigt, wie wenig der Mensch auch wir Gläubiger, wie wenig man dankbar ist.
eigentlich, wenn man richtig dankbar sein will, schafft man nicht. Schafft man nicht die Dankbarkeit, die Allah subhanahu wa ta'ala gebührt, zu erfüllen. Warum? Weil ich denke mal, wenn man Allah gebührt Dankbarkeit, dass man eigentlich von Sujud nicht aufsteht. Dankbarkeit, und vielleicht auch von Sujud nicht aufsteht, schaffen wir auch es nicht, richtig dankbar zu sein. Und dieser Rat von Rasulullah sallam, nimm von deinem Leben, für dein Sterben, oder vorbereite dich für dein Sterben durch dein Leben und vorbereite dich für deine Krankheit durch deine gesunde Zeit, durch deine Gesundheit. Ich habe vor einer Woche in Wien eine Schwester gesehen, die sehr jung ist, unter 30 Jahre alt. Geht auf Krücken, oder sie schaut so aus, so wie wenn sie 80 Jahre alt ist. Einfach Bandscheibenvorfall. Ich war voll schockiert. Und ich habe sie angesprochen, was ist los mit dir? Ich bin alt geworden. Ich habe gesagt, nein, du bist nicht alt, ich kenne sie ja. Ich kenne sie, wenn sie 11 Jahre alt war, als meine Schülerin war. Und nein, du bist jung. Aber sie geht, und das ist richtig, es bricht einem das Herz. Aber das kann ja passieren, kann uns allen passieren. Schnell. Man weiß nicht, wodurch die Gesundheit, krank wird, und dann wird tatsächlich behindert, vieles zu tun, vieles erfüllen zu können, vieles zu tun zu können. Und Rasulullah gibt uns einen Rat. Wenn du gesund bist, dann nützt es aus, deine Gesundheit. Nützt dein Leben aus für dein Sterben, für dein Leben nach dem Sterben, und nützt deine Gesundheit für den Zustand deiner Krankheit. Genauso nützt deine Jungzeit für deine Zeit, wenn du alt bist. Aber denk nicht, dass du alt unbedingt alt sein wirst. Der Tod kann dich treffen, kann dich auch überraschen, wenn du jung bist. Der Tod hat kein Alter. Und das ist ein Geheimnis von Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist eine große Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Tod kennt kein Alter, kennt keine Farbe, kennt keine Herkunft. Alle, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Den Tod kosten, das ist ein koranischer Begriff. Jede Seele wird den Tod kosten. Das, was entscheidend ist, und wenn man das weiß, dann ist das vernünftig, diese Tatsache und diese Wirklichkeit, die Allah subhanahu wa ta'ala als klares Gesetz, das niemand bestreitet. Auch die Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala sogar leugnen, bestreiten nicht, dass der Tod eine Existenz ist, eine Wirklichkeit ist. Vielleicht bestreiten sie, ob Allah existiert oder nicht. Weiß ich nicht, ob sie ehrlich sind, wenn sie das bestreiten. Aber sie bestreiten nicht, dass der Tod eine Wirklichkeit ist. Und wenn ein Gläubiger das weiß, dann ist es klug, mit dieser Wirklichkeit dieser Wirklichkeit Interesse zu schenken und Aufmerksamkeit zu schenken, und für das, was danach kommt, sich zu vorbereiten. Für das, was Allah subhanahu wa ta'ala, wovor Allah subhanahu wa ta'ala uns warnt, und was Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen verspricht, wenn sie eben jenseitsorientiert leben. Eigentlich, Allah subhanahu wa ta'ala verspricht Heil, verspricht Paradies, verspricht durch seine Zufriedenheit, seine Barmherzigkeit, verspricht ein gutes, ewiges Leben nach dem Tod, nach dem Sterben, denjenigen, die eben mit dem Tod sich befassen und der Tod einen Platz und
nicht nur einen Platz in ihrem Leben schenken, geben, sondern einen wichtigen Platz auch in die Zeit geben, in ihrem Leben geben. Es dreht sich das Leben für einen Gläubigen um Allah subhanahu wa ta'ala. Und es erinnert an dem Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala, das ist eigentlich die Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der Schlüssel dafür ist, dass den Tod zu gedenken. Rasulullah s.a.w. sagt, gewiss, Allah schenkt die Dunya jene, die er liebt und jene, die er nicht liebt oder die er hasst. Und wenn Allah einen Diener, der Dienerin, wenn Allah einen Diener liebt, schenkt er ihm, dem schenkt Allah Iman, Glaube. Und Alhamdulillah, Allah hat uns Glaube geschenkt. Und motiviert uns, dem zufolge, dem entsprechend zu leben. Dieser Glaube, nach dem Glauben zu leben und den Glauben in unserem Leben sichtbar zu machen, beziehungsweise unser Leben um den Glauben kreisen zu lassen. Und das sagt, gewiss, der Glaube hat Anhänger. Eigentlich im arabischen Wort ist, hat Kinder. Okay? Und die Dunya hat Anhänger, die an sie hängen. Und der Begriff der arabische Begriff ist sehr interessant. Das ist Kinder. Die Kinder sind sehr, sehr anhänglich an ihre Eltern. Richtig? Die Religion, der Glaube hat Kinder und die Dunya hat Kinder. Eigentlich Anhänger. Und wenn man das halt so frei übersetzt, aber das arabische Begriff ist sehr schön, genau von Rasulullah s.a.w. gewählt, eben zeigt uns diese Beziehung zwischen vor allem Mutter und Kind, dass das Kind richtig an seiner Mutter hängt. Und er sagt, die Religion oder der Glaube hat Kinder, hat Anhänger, die an der Glaube hängen. Ihr Leben ist ohne Glaube ist kein Leben. Ihr Herz ist an dem Glauben verbunden und sie halten sich fest an dem Glauben und es dreht ihr Leben an die Religion, an dem Glauben, an dem Iman. Und die Dunya hat Kinder, gibt Menschen, die an die Dunya hängen. Die Dunya ist für sie so wie eine Mutter. So versunken in die Dunya, so verbunden mit der Dunya, dass so wie wenn sie eine Mutter für einen wäre. Und Rasulullah s.a.w. sagt uns, werdet nicht oder seid nicht Kinder von Dunya. Er warnt uns davor. Seid vorsichtig. Nicht zu der Gruppe von Kindern der Dunya sein. Hütet euch, Kinder der Dunya zu sein. In die Dunya zu hängen, eure Verbindung mit der Dunya stark zu machen, dann ist eure Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala und zum Glauben schwach. Und das Gegenteil auch führt zum Gegenteil. Und Rasulullah dann geht weiter in dem Hadith und sagt, und ihr seid an einem Tag, also der Tag von heute, den heutigen Tag, die Dunya ist damit gemeint, ihr befindet euch an einem Tag von Handeln, in dem keine Abrechnung gibt. Und es trifft euch bald einen Tag von Abrechnung, an dem kein Handeln gibt. So, Rasulullah s.a.w. macht uns aufmerksam auf den Fokus auf unserem Thema heute. Leben orientiert. Passt auf, die Dunya hat Kinder, die Religion hat Kinder und die Dunya hat Kinder. Seid vorsichtig. Lasst euch nicht von der Dunya täuschen. Die Dunya soll euch nicht zu sich ziehen von der Religion. Auf der Seite von der Religion ist Allah subhanahu wa ta'ala. Seid vorsichtig. Und gedenkt, heute ist der Tag, an dem ihr euch befindet, ist ein Tag von Handeln.
von Gutes tun, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt. Für diejenigen, die auf den Treffen ihren Herrn hoffen, sollen sie Gutes tun. Und es trifft euch bald, es ist nicht weit, macht unser Rasul zu seiner Zeit, vor 1400 Jahren, sagt, es trifft euch bald. Was sagen wir heute denn noch? Es ist, bald kommt auf euch, stoßt auf euch ein Tag, an dem Abrechnung gibt es, aber kein Handeln mehr. Gibt es kein Handeln mehr. Es ist zu spät, zu vorbei. Jetzt ist ein Feld, eine Phase, eine Station von Handeln, aber später nicht mehr. Rasulullah lehrt uns und pflegt selber sehr oft Dua zu machen, indem er Zuflucht vor Dunya, bin ich zu viel, habe ich zu viel geredet? Vielen Dank. Danke. Macht Rasulullah pflegte viele Duas zu machen, die fokussiert sind, das Nutzen von Jenseits und den Halt von Jenseits anzustreben und Zuflucht von den Schaden von diesseits bei Allah subhanahu wa ta'ala zu nehmen. Eine von diesen Duas ist, O Allah, ich nehme Zuflucht, ich nehme bei dir Zuflucht vor einer Dunya, vor einer diesseits, die das Gute vom Jenseits hindert, wegnimmt. Eine Dunya, die mir im Jenseits das Gute wegnimmt, das heißt, bringt mir Schaden im Jenseits. Und ich nehme bei dir Zuflucht vor einem Leben, das mir das Gute, den Nutzen und das Gute vom Sterben wegnimmt. Und ich nehme bei dir Zuflucht vor einer Hoffnung, Hoffnung an ein langes Leben. Und dazu komme ich gleich. Ich weiß, ich habe nur jetzt noch ein paar Minuten, aber ich fasse das schnell zusammen, was ich sagen will. Und ich nehme bei dir Zuflucht vor einer Hoffnung an ein langes Leben, das hindert das gute Handeln. Warum? Weil Hoffnung an langes Leben heißt immer wieder das Gute verschieben nach hinten. Ich bin noch jung. Ich mache jetzt noch das. Ich muss noch das Haus fertig bauen in Tunesien oder in der Türkei oder woanders. Okay? Ich muss noch ein Auto kaufen. Ich muss noch das machen. Ich muss noch das Studium fertig machen. Ich muss noch das. Und ich verschiebe und verschiebe und verschiebe. Gutes tun, bis man überrascht wird von einem Ereignis, das nennt sich eben Sterben und Tod, und da gibt es kein Zurück mehr. Dann kann man nichts mehr machen. Dann hat man das verschoben, das Gute tun, und dann geht man bankrott zu einem ewigen Leben. Und davor warnt uns Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und diese Hoffnung an langes Leben ist eine Frucht von Kindern, zu Kindern der Dunya zu gehören, so wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uns sagt, so dass man die Dunya liebt. Seine Liebe zu Dunya überwältigt sein Herz, dass die Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala und zur Religion schwach, wenn sie überhaupt da vorhanden ist, geschwächt wird, und dass man nur an das Anhaufen und Ansammeln von Güter der Dunya, von materiellen Gütern, von Dingen, die eben vergänglich sind, und man verschwendet seine kostbare Zeit, diese Lebzeit, die Allah uns subhanahu wa ta'ala geschenkt hat, und ist die eigentlich das Wertvollste, was der Mensch besitzt, das ist das Wertvollste, was der Mensch als Kapital hat, verschwendet man, indem man eben in Vergänglichen ausgibt und vernachlässigt eben die Akhira.
wenn man eben an den Tod denkt, dann kommen die Versprechungen, wenn ich jetzt ein bisschen älter werde, noch ein bisschen später, und die Taube verschieben. Ich werde dann später Taube machen, ich werde dann später korrigieren, eine Wiedergutmachung, mich um meine Achera kümmern, aber es kann dann sehr riskant das verschieben. Ein zweiter Grund eben zu Liebe der Dunya, was eben diese Krankheit von Hoffnung, Todel Amal, Hoffnung auf langes Leben, ist eben die Unwissenheit. Die Unwissenheit, Jahl. Dass man denkt, ja, ich bin jetzt jung, sterben ist da eigentlich normalerweise, trifft eh die Älteren, was eigentlich die Statistiken nicht bestätigen. Sehr viele Menschen sterben jung, und man wird denkt, ich bin jetzt mal gesund, was kann mich zum Sterben bringen? Alles ist gut. Das Sterben ist ein bisschen, ich habe noch ein bisschen Zeit, mich da um dieses Leben mich zu kümmern, und dann später mache ich das andere. Das ist allerdings die Fakten und die Realitäten zeigen uns, dass das weder der Tod bestimmen wir, wann das kommt, und kennt eben einen bestimmten Alter oder jemand davor geschützt ist, noch die Gesundheit ist eine Garantie, die für uns immer da ist. Und diese Krankheiten haben wir eigentlich alle. Die meisten von uns gedenken den Tod nicht so, wie Rasulullah s.a.w. uns empfiehlt. Mindestens nicht. Ich sage jetzt nicht, gedenken den Tod nicht so oft, aber nicht so, wie Rasulullah s.a.w. uns empfiehlt. Und ich bin einer der Ersten, die eben damit befallen bin. Wäre der Tod ein Freund von uns, dass wir ihn gedenken, so wie es gehört, dann wäre unser Zustand heute nicht so wie der Zustand, in dem wir jetzt leben. Dann wäre unser Zustand als Umma und als Individuum auch anderes. Es gibt viele Verlockungen in die Welt heute, eigentlich zu jeder Zeit, aber heute auch noch, viele Verlockungen, die uns an Dunya auch ziehen und nur an Dunya erinnern und an Dunya hängen lassen. Aber Rasulullah macht uns aufmerksam und sagt uns, passt auf, das zahlt sich nicht aus, das ist sehr gefährlich, ihr setzt euch Gefahren aus. Und wenn ihr nach Rettung anstrebt und wenn ihr nach Heilmittel sucht, dann ist der Heilmittel dafür und ist der Tipp dafür, der prophetische Tipp dafür und sogar der göttliche Tipp dafür ist, den Tod oft zu gedenken und an dem Tod zu denken und an dem, was eben folgt, zu denken. Das soll uns inshallah helfen, dass wir vielleicht unser Leben besser gestalten, dass wir unser Leben auf unsere wichtige Zukunft, nämlich auf Jenseits, fokussieren und an dieses Leben auch orientieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Erfolg dabei schenken und uns eine schöne Ende schenken und eine schöne Zukunft im Jenseits schenken. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taslima. Jazakallah khair, Ustaz Maria, für diesen schönen Vortrag und der Erinnerung, dass wir unsere Zeit, inshallah, nutzen auf die beste Weise. Ja, es sind Möglichkeiten für Fragen da, wenn ihr Fragen habt. Hallo, Ustaz. Da ist jemand, der viel davon dazu sagen kann, inshallah. Sehr schönen Vortrag. Und zwar ist mir der Gedanke gekommen, wenn dann nicht jetzt
nicht hier in diesem Vortrag wäre. Und dieser Mensch ist von einer Krankheit befallen. Wie könnte ich ihm irgendwie nahelegen, dass ihn nicht die Krankheit auffressen soll, sondern irgendwie, sagen wir mal, so ein Bonbon geben, dass er stärker wird, zur Religion geführt. War die Frage verständlich? Also kurz gefasst, wie könnte ich diesem Menschen Positives geben, obwohl er in so einer negativen Situation ist? Ich glaube, zuerst einmal Dua machen, dass Allah dir die auf deine Zunge Wörter, die dieses Herz treffen, schenkt. Zuerst einmal auf Allah subhanahu wa ta'ala sich verlassen, dass Allah kennt das Herz besser als ich und weiß, was das Herz bewegt. Und iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bismillah, sagt man eine Aussage für einen Kranken und die wäre eine Watsche. Einfach ungedacht, besser, wenn man schweigt. Und wenn man, vor allem bei Kranken, eine Krankheit ist eine Art von Schwäche, richtig? Der Mensch ist schwach, auch wenn man gesund ist, ist man schwach. Aber die Krankheit bringt diese Schwäche zum Vorschein, okay? Zeigt dem Mensch, dass er schwach ist. Aber auch wenn man gesund ist, ist man schwach eigentlich in Wirklichkeit in diesem Leben, richtig? Man hat viele Schwächen und eine der Schwächen ist eben Krankheit. Und es ist gut, wenn man gut überlegt, was ist passend für diese Person. Es ist nicht alles passend für alle. Die Menschen sind nicht Computers. Dass man es gibt etwas, was heißt, habe ich jetzt neu gelernt oder neu gehört, künstliche Intelligenz. Echt, das ist echt, das ist ein Thema, was mich schockiert, wie der Mensch, in welche Dummheit geht die Menschheit. Sie meinen eigentlich, das ist klug und Fortschritt und Entwicklung, aber es ist die Entwicklung nach, das kann nicht wahr sein, dass Menschen, ich weiß nicht, das überfordert mich eigentlich. Nein, wirklich. Die Menschen sind Menschen, sind auch Fleisch und Herz und Blut und sind verschieden. Es gibt einen Satz, was ich toll finde, und das baut mir auf. Ein anderer bringt ihn zusammen, er haut ihn um. Das geht nicht. Und deswegen muss ich halt schauen, was ist mein Ziel, zu wem ich mich wende. Und überlegen, was passt, und Dua machen. Ja, Rob, bitte lass auf meine Zunge etwas, was passend für das Herz. Und wenn ich nicht sicher bin, dann schweigen. Denn am besten schweigen und sagen, La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. An Allah erinnern, dicker machen vor der Person, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ist gut. Besser als wenn man was sagt, was nicht sehr schön ist. Und ich kann dir leider nicht sagen, also ich persönlich, wenn ich jetzt zu einem Kranken gehe, ich schaue, wie der Kranke drauf ist, manchmal spreche ich nicht. Ich schaue, das ist unbedingt. Und ich bemühe mich halt Dua zu machen, manchmal kommen Wörter, die später denke ich, wie sind diese Wörter, von wo sind diese Wörter gekommen? Weiß ich nicht, aber ich weiß, von wo, von Allahs Pamdal. Okay? Deswegen, es gibt keinen Tipp, glaube ich, dass am besten einfach an Allah erinnern, aber auf eine schöne Art und Weise. Schöne, mit Geschmack. Ich kann eines sagen. Einmal ist meine Schwester da zu mir gekommen und ist in meinem Schoß gekommen. Ja, ich weiß, alle, die ich liebe, sterben bald. Du wirst bald sterben, ich muss heulen. Gib mir mein Beileid in meinem Leben. Ich war schockiert, ich habe mir gedacht, okay, ja, ich werde bald sterben, das stimmt, aber ich bin noch am Leben. Weine später, wenn ich sterbe, alles gut. Ich lebe noch. Das ist jetzt wirklich nicht schön. Ich weiß, die Schwester liebt mich, wallahi, sie liebt mich. Kennen Sie gut, sie liebt mich. Sie weint mir, meint ernst, meint es lieb. Aber das war für mich eine Situation, die mich überfordert. Ich muss jetzt sie beruhigen, weil sie jetzt traurig ist, dass ich bald sterben werde. Ja, was sagt ihr, dass du stirbst nach mir? Was sagt ihr, wann ich sterbe, wenn du stirbst? Vielleicht weine ich um dich, aber warte mal ab jetzt, wer weint um den anderen? Sie meint es gut.
Wallahi, sie meint es gut. Aber ich meine, macht man einen Handel, man unüberlegt. Das ist nicht schön, nicht gut. Oder ein Mann hat mir gesagt, vorhin, ich habe gehört, dass du ein Jahr hast zum Leben. Ich sage, okay, danke schön. Ich habe nicht gewusst, ich denke mal, Rasulullah sagt, und wenn du am Abend den Abend erreichst, dann denk, dass du den Morgen nicht erreichst. Aber ihr habt mir ein Jahr lang gegeben. Allah, Allah, Mashallah, vielen Dank. Ihr seid sehr großzügig, aber es ist kein prophetischer Tipp. Rasulullah sagt mir was anderes. Und ich will gerne diesen prophetischen Tipp haben als das andere. Es gibt Situationen, auf jeden Fall, was ich jetzt dir rate und jedem rate, mit der Aussage, bisschen Geschmack. Bisschen auf Schönheit, auf Geschmack voll. Entweder ich sage, Rasulullah sagt, man kann yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll Gutes sagen oder schweigen. Wenn ich jetzt nichts, mir fällt es nicht auf ein, jetzt, ich weiß, diese Schwester ist sehr krank, die Diagnose ist irgendwas zu, sie wird sterben. Okay, was mache ich? Ich sitze auf meinem Gebetsteppich und mache Dua für sie. Das ist ja nützvoll. Ich lese Koran und nach dem Lesen sage ich, ja, Rab, schenk ihr Heilung. Lass diesen Lohn für sie kommen. Kann ich viel machen. Ich kann auch dieser Schwester sagen, ich habe Koran heute gelesen und ich habe Allah gebeten, dass Allah dir heilt dadurch. Das ist schön. Das ist viel schöner als nur für sterben. Ich bin traurig, dass du sterben wirst. Aber er wird sterben. Und du auch. Und alle werden sterben. Allah hat uns versprochen, dass wir alle sterben werden. Verstehst du nicht, was ich meine? Es ist situationenbedingt, aber nachdenken. Also, wenn man spricht, dann vorher überlegen. Was jetzt, ich stelle mich vor in dieser Situation von dieser Frau oder von dieser Person. Und du, man kommt zu ihr und sagt, hey, du wirst in einem Jahr sterben. Okay. Ich habe es ihnen nicht geglaubt. Weil ich, wie gesagt, ich gebe mir nicht ein Jahr. Und alles gut. Was, wenn Allah mir ein Jahr schenkt, dann haben wir da. Aber das Jahr ist schon vorbei. Also hat nicht gestimmt. Und, aber das Sterben wird ja kommen. Zu mir und zu anderen. Wir werden alle sterben. Es ist alles gut. Und wichtig ist nicht, dass wir jetzt uns befassen, wann stirbt der und was stirbt. Wichtig, Rasulullah sagt uns, denk an deinem Sterben. Nicht an dem Sterben von dem anderen. Denk an du, dass du sterben wirst, Nummer eins. Nummer zwei, das Sterben ist nicht was Schlechtes. Aber das, was wir bitten, Allah subhanahu wa ta'ala, worum wir Allah bitten, ein schönes Ende. Wenn Allah uns ein schönes Ende gibt und schenkt, dann ist das Gewinn. Der Tod ist was Schönes. Was nach einem schönen Ende kommt, ist was Gutes. Und wovor wir Allah subhanahu wa ta'ala Zuflucht nehmen und bitten, dass er uns das davor rettet, eine schlechte Ende. Das ist es. Aber der Tod kommt und Krankheiten kommen. Und es ist ein Kranker. Am besten kann man auch dem Kranken sagen, ich gratuliere dir. Allah ist neben dir. Allah ist bei dir. Allah sagt in einem Hadith Qudsi, Allah fragt am jüngsten Tag, O XY, ich war krank und du hast mich nicht besucht. Und man wundert sich, ja Allah, du bist der Schöpfer, du bist Allah. Wie? Du bist vollkommen, dir befallen keine Krankheiten. Sag, mein Diener XY war krank und du hast ihn nicht besucht. Hättest du ihn besucht, dann hättest du mich bei ihm gefunden. So eine Nachricht von Rasulullah sallam, das baut einem auf. Okay, Allah ist bei mir. Das ist was Schönes. Das ist vielleicht ein Zucker, ein Bonbon. Verstehst du? Beispielsweise. Wenn das gesagt wird, ich glaube, jeder, der vernünftig ist, der gläubig ist und so weiter, freut sich auf so ein Hadith, das Rasulullah sagt. Gut, schön. Aber auf jeden Fall nachdenken. Gut überlegen und dann sprechen. Weil die Stunde, die eineinhalb Stunden, waren so wie irgendwie der Schlüssel zum Schloss, also zum Pass, also wie sagt man so, der Schlüssel zu einem Palast der Religion irgendwie. Also die Erinnerung an den Tod ist so wie der Schlüssel zu diesem Palast. Und meine Frage ist, ich weiß, gibt es eine Möglichkeit, dass wir uns als Menschen untereinander treffen und systematisch eine Erinnerung an den Tod einführen?
sag mal nur so, also ich weiß nicht, aber einfach, wäre es nicht schön, wenn man irgendwie regelmäßige Sitzungen hat, wo man einander an den Tod erinnert? Definitiv. Gibt es sowas schon? Es gibt Bücher, die Imam Ghazali, Kitab al-Maut, Bücher, die dafür geschrieben sind. Nicht nur, es sind viele Bücher, die dafür geschrieben sind, dass der Todgedenken, Todesgedenken und so weiter in Herr Ulamuddin. Machen wir das mal. Dass wir sagen, okay, lesen wir Kitab al-Maut von Herr Ulamuddin beispielsweise. Sehr empfehlenswert. Sehr schön, wirklich sehr schön. Ich wollte nur vielleicht was dazu sagen, es gibt ja in vielen Kulturen, muslimischen Kulturen, so diese Bräuche, dass man sich der Toten erinnert, also aus der eigenen Familie, Freunde, Verwandte. Ich weiß, du, Osama Badian, du hast mir das mal beigebracht, dass du aber, also du hast ja eben auch gesagt, wenn du den Koran liest, dann danach widmest du das Leuten oder kann man es auch Lebenden widmen, aber du hast gesagt, du hast so eine Liste zum Beispiel. Das heißt, du erinnerst dich ja immer daran, also an die Toten, und das ist ja auch eine Erinnerung an den Tod. Und also ich finde das voll schön, aber wir haben das hier in Deutschland nicht so richtig, irgendwie, dass wir das so regelmäßig machen. Also Menschen mit türkischem Hintergrund, die machen das ganz, also habe ich auch mitbekommen, dass man so nach 40 Tagen kriegen alle so ein Heftchen Yassin, dann sitzen da 50 Frauen, lesen mal Yassin, geben ein bisschen Spende und das wird dann für den verstorbenen Ehemann oder dem Sohn, die Tochter irgendwie gegeben. Das ist voll schön. Das erwähnt sogar Imam Ghazali in seinem Buch von in Ahya al-Din. Also als Tipp, an den Tod zu gedenken, indem man auch seine Genossen, seine Freunde, die Leute, die um ihn herum sind, die verstorben sind, an sie denkt und denkt, wo sind sie jetzt? Die haben gestern in die Dunja gearbeitet, die haben was viel geleistet, die haben sich bewegt mit uns, sie haben gelebt mit uns. Und wo sind sie jetzt? Wie ist ihr Zustand jetzt im Grab? Wie ist ihr Körper jetzt? Wo sind ihre Werke? Was ist jetzt mit ihrer Erbe, mit ihrem Besitz und so weiter? Und dann sich erinnern, ja, meine Zukunft ist auch genauso. Ja. Okay, letzte Frage bitte. Ja, es gibt auch in dem türkischen Bereich Rabita. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und wir sitzen da zusammen. Eine erzählt so, jeder macht den Augen zu und dann erzählt sie, wie man eigentlich stirbt, so ein Sterben, Rabatar machen. Denk an dein Sterben, dann kommt da die Leute und dann gehst du in Grab rein, du fühlst, also stellst dir vor, eine erzählt und du stellst dir vor, so, wer kommt da zu dir? Ja, wir haben ja, die Hodjas erzählen ja auch mit den Engeln, die kommen und Fragen stellen und du bist in Barzakh, ne? Da geht Hodja weg und dann bist du alleine. Mhm. Dass man sich dann so in diesen Zustand fühlt, sozusagen. Dass man diese Rabata mal so einmal im Monat so zusammenkommt und macht, damit man diesen Tod nicht vergessen. Es gibt viele Tipps auch, die gelebt werden, jetzt bis auch in unserer Zeit, und viele Tipps, die auch Imam Ghazali auch gibt, und viele andere. Also mein Koranlehrer, der Jüngere, also nicht Sheikh Muhammad Zucker, sondern Sheikh Ansel Hibri, hat sein Grab, also es ist in Syrien, man kauft ja Grab. Man kauft das auch zu seiner Lebzeit, weil die Gräber sind sehr teuer. Okay? Also, dass man die Familie dann später nicht belastet, dann kauft man das zu seinem. Und er hat sein Grab schon gekauft und das Bild von seinem Bildschirm am Computer ist sein Grab. Wenn er sein Computer einschaltet, dann sieht er sein Grab. Das ist für ihn, das ist ein guter Tipp. Also, er hat es mir auch gezeigt. Man hat gesagt, komm, Maria. Jetzt ist mein Grab. Oh, Sisi. Ja, da wird jemand hinkommen. Und es gibt auch halt Berichte von Gelehrten, die auch im Grab haben und zu ihrer Lebzeit, sie legen sich im Grab. Sie gehen regelmäßig zum Grab und legen sich hinein, dass sie eben so wie ähnlich, so wie diese Situation, dass sie sich vorstellen, dass sie da jetzt liegen. Eine Art von Entfreunden mit dem Grab. Ich werde mal da kommen und dass ich das Haus kenne. Was gut ist, dass er erinnert an den Tod, eigentlich meine Zukunft ist da.
Ja. Vielen Dank, Dr. Mayer. Vielen Dank.